Yep. same exercise. Right. Okay. So, Boris Johnson said as foreign minister and also as prime minister that UK will leave the European Union, but not Europe. If UK would take the responsibility of a failure of these negotiations, de facto, UK would leave Europe because it would be the only country in Europe without a trade agreement. Therefore, this proposition on the table is fair, very ambitious, without custom, tariffs, and without quotas. So I hope that Boris Johnson is doing what he promised. Auf Deutsch. Zuerst will ich sagen, dass diese Woche, ja, am 10. Dezember, ist der Tag der Menschenrechte. Und das ist in 3 Tagen. Und wir werden heute einen sehr wichtigen Text annehmen hier in der Sitzung, nämlich ein Sanktionsmechanismus für die Menschenrechte nicht respektieren, um die zu ahnden. Und ich will mich hier ganz speziell an die Türkei adressieren. Sie wissen, dass in der Türkei, um nur ein einziges Beispiel zu nehmen unter vielen, Tanakilic war 432 Tage im Gefängnis, ist zu mehr als 6 Jahren verhaftet worden, verurteilt worden. Und warum? Weil er Menschenrechte verteidigt hat. Dabei wird er angesehen in der Türkei von der Regierungsjustiz als ein Terrorist. Das muss aufhören und ich hoffe, dass dieser Text auch, was die Menschenrechte in der Türkei angeht, eine Warnung ist. Now, was Brexit angeht. Boris Johnson hat immer gesagt, sagt das heute noch, dass das Vereinigte Königreich wird die Europäische Union verlassen, aber nicht Europa. Wenn aber die Briten die Verantwortung übernehmen und diese Verhandlung platzen lassen, dann haben sie de facto Europa verlassen, denn sie sind das einzige Land in Europa dann, das keinen Handelsvertrag mit der Europäischen Union hat. Dieser Vorschlag auf dem Tisch, der ja selbst mit ausgearbeitet wurde, auch im Sinne von den Briten, ist sehr fair, er ist sehr ambitiös, er ist ohne Zölle und ohne Quotas und es ist nur zu hoffen, dass Boris Johnson das tut, was er selbst auch versprochen hat. Merci.